Hi, ich hoffe, dir geht's gut. Heute geht's um ein wirklich wichtiges Thema, und zwar um das Thema Loslassen. Und vielleicht ist es für dich auch sehr, sehr wichtig. Vielleicht musst du einen Menschen loslassen, vielleicht musst du Dinge aus der Vergangenheit loslassen, vielleicht hast du auch Probleme beim Loslassen, weil ich glaube, die meisten Menschen oder den meisten Menschen fällt es schwer, etwas loszulassen. Und deswegen möchte ich heute dir ein paar Tipps mitgeben, wie ich es geschafft habe, loszulassen. Dinge, die mich festgehalten haben oder Menschen, die mich in der Vergangenheit festgehalten haben. Und ich bin mir sicher, wenn du die für dich anwendest, wirst du es auch schaffen, Dinge und Menschen loszulassen, die dir nicht gut tun. Und am Anfang habe ich ein Zitat für dich, was mir extrem geholfen hat. Und das geht in etwa so: Wenn sich eine Tür schließt, dann klopfe ein paar Mal daran. Und wenn sie sich nicht öffnen lässt, dann lass sie geschlossen. Wenn du am Ende eines Satzes einen Punkt siehst, dann versuche nicht, ein Komma daraus zu machen. Wisse, wenn etwas zu Ende ist, und dann ziehe weiter. Und ich finde, da steckt so viel Wahrheit drin, und ich glaube, du fühlst es auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz oft versucht, immer weiter zu klopfen, weil ich nicht wahrhaben wollte, zum Beispiel, dass die Tür geschlossen ist. Manche Menschen klopfen immer noch an irgendwelche Türen, die schon längst geschlossen sind. Und weißt du, es geht auch nicht darum, sich zu fragen, warum diese Tür geschlossen wurde oder von wem diese Tür geschlossen wurde. Wir müssen verstehen, dass eine Tür geschlossen ist. Das kann eine Freundschaft sein oder eine Beziehung, die es nicht mehr gibt. Ja? Die Tür ist geschlossen, und das ist okay so. Weil das Leben, das passiert nicht gegen dich, es passiert für dich. Und jeder Mensch, auch der Mensch, der hinter dieser Tür steht jetzt, der hatte seinen Sinn in deinem Leben. Der eine war ein Geschenk, der andere war eine Lektion. Das heißt, im schlimmsten Fall waren diese Menschen, die die Türen oder meine Türen geschlossen haben, Lektionen für mich. Ich habe gelernt, was mir wichtig ist. Ich habe gelernt, was mir nicht wichtig ist. Ich habe mir gelernt, wie ich behandelt werden möchte. Ich habe gelernt, dass ich nicht selbstverständlich bin. Und genauso ist es ja auch mit dem Punkt am Ende des Satzes. Da ist ein Punkt. Dieser Satz ist zu Ende. Dieses Kapitel ist zu Ende. Wir müssen kein Komma daraus machen und die Geschichte fortsetzen. Ich glaube, du weißt, wie wichtig es ist, etwas loszulassen. Ich glaube, du spürst das. Wenn ich was in der Hand habe und mit beiden Händen festhalte, dann habe ich keine Hand frei für was Neues. Ich könnte keine neuen Chancen umarmen. Ich könnte nichts anderes in die Hand nehmen. Ich könnte keinen Menschen umarmen. Ich könnte keinem Menschen die Tränen trocknen. Nichts. Ich kann nicht mal mich selbst irgendwie umarmen, weil ich die ganze Zeit festhalte. Und deswegen ist es so wichtig, loszulassen. Und ich glaube, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten damit, Menschen loszulassen. Und bei mir war es genauso. Es ist ganz oft so bei Ex-Freundinnen oder bei Ex-Freunden: Wie kann ich diese Menschen loslassen? Ich hatte zum Beispiel mal eine Ex-Freundin. Und bei unserem ersten Kuss, da lief dieses Lied von James Blunt, You're Beautiful. Kennst du bestimmt, ne? You're beautiful, it's true. Und das war so unser Lied irgendwie, ne? Also es war jetzt nicht mein Lieblingssänger oder so oder mein Lieblingslied, aber durch diesen Moment, durch diesen magischen Moment, hatte dieses Lied für mich eine magische Bedeutung. Und immer wenn ich es gehört habe, habe ich an sie gedacht, und oh, es war so schön, und als wir zusammen waren. Dann haben wir uns getrennt. Und dann saß ich irgendwann mal in einem Restaurant, und da liefen so verschiedene Lieder, und plötzlich kam aus den Boxen You're beautiful, it's true. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich so, nein, ich will das nicht mehr hören. Oh nein. Und dann kamen meine Gedanken. Du kennst es bestimmt, ja? Es kann ein Lied sein bei dir oder ein bestimmter Ort sein bei dir oder ein bestimmter Geruch sein oder ein bestimmter Film oder was auch immer. Plötzlich kommen diese Momente wieder hoch. Du denkst an diesen Menschen, egal ob es ein Freund war oder eine Ex-Freundin oder ein Ex-Freund. Du denkst an diese Menschen und plötzlich fühlst du dich mies und denkst so, ah, ich wollte doch loslassen, ich wollte diesen Menschen doch vergessen. Was ist passiert, als ich diesen Song gehört habe? Es kamen bestimmte Gedanken in meinen Kopf. Zum Beispiel, werde ich jemals wieder glücklich? Hat sie mich betrogen? Werde ich jemals wieder so geliebt werden? Ich werde bestimmt nie mehr so geliebt werden. Habe ich es überhaupt verdient, geliebt zu werden? Bin ich überhaupt ein liebenswerter Mensch? All diese Fragen kamen in meinen Kopf. Und was denkst du, wie fühlt man sich, wenn man solche Gedanken hat? Natürlich schlecht, natürlich traurig. Klar, logisch. Also ich habe mich richtig mies gefühlt. Einfach nur, weil ich den Song gehört habe. Aber der Song und selbst James Blunt, ob du es glaubst oder nicht, kann nichts dafür, dass ich mich schlecht fühle. Es sind die Gedanken, die wir haben. Und deswegen ist Loslassen so wichtig, weil sonst wird mich diese Zeit oder dieser Moment immer wieder in seiner Hand haben. Sonst werde ich immer wieder traurig werden, wenn ich was höre. Sonst werde ich immer wieder traurig werden, wenn ich was sehe. Sonst werde ich immer wieder traurig werden. Ich muss abschließen damit. Wenn die Tür zu ist,
klopf noch ein paar Mal dran. Wenn sie sich nicht öffnen lässt, dann lass sie geschlossen. Da war ein Punkt am Ende des Satzes, aber ich wollte immer wieder ein Komma draus machen. Was ist denn Schmerz überhaupt? Wenn du Schmerzen spürst, wenn du Liebeskummer spürst, wenn du dich traurig fühlst. Guck mal, stell dir vor, du stößt dir oder ich stoße mir die Hand am Tisch. Okay, so. Da habe ich einen Schmerz. Aber was will mir der Schmerz sagen? Der Schmerz will mir sagen, guck mal, pass mal auf, Björn, pass ein bisschen besser auf. Stoß da nicht dran, das ist nicht gut für dich und deinen Körper. Das tut dir nicht gut, das ist nicht gesund. Das ist die einzige Botschaft von dem Schmerz. Mehr möchte der Schmerz mir gar nicht sagen. Weißt du, ich stoße mir auch nicht die Hand und sage irgendwie, ah, Björn, du bist so doof, du hast deine Hand nicht unter Kontrolle, wie oft wirst du noch diese Schmerzen in der Hand haben und so weiter und so fort, weil dann würde ich mich auch schlecht fühlen. Ich sage, okay, das tut gerade ein bisschen weh, genauso wie Liebeskummer ein bisschen wehtun kann, mal mehr, mal weniger, aber dieser Schmerz hat eine Botschaft für dich und für mich. Und der Schmerz möchte mir vielleicht nur sagen, hey Björn, pass auf diese Menschen auf oder achte auf deine Werte oder Björn, du bist nicht selbstverständlich oder Björn, du hast was Besseres verdient. Wenn wir das so verstehen würden, dann würden wir uns sofort und automatisch besser fühlen. Diesen Gedanken, den ich hatte zum Beispiel, als das Lied kam, You Beautiful, oder den Gedanken, den du immer wieder hast an eine Freundschaft, die es nicht mehr gibt oder an eine Beziehung, die es nicht mehr gibt, die du loslassen möchtest. Dieser Gedanke möchte dir nur sagen, hey, da gab es mal einen Menschen und dieses Kapitel ist jetzt zu Ende und er hat Sinn gemacht, sei dankbar für die Zeit. Das ist alles, was dieser Gedanke dir eigentlich sagen möchte. Es gab mal diesen Menschen. Alles, was uns schlecht fühlen lässt, ist die Interpretation. Also eine Sache ist weder gut noch schlecht, sondern sie ist so, wie sie ist. Sie ist neutral. Es gab mal diesen Menschen, es gab mal diesen Augenblick, es gab mal diesen Moment. Was lässt mich schlecht fühlen? Meine Interpretation, indem ich zum Beispiel sage, ich bin nicht liebenswert, ich werde nie mehr glücklich, warum passiert mir das ständig? Ich bin so ein Trottel, ich bin so ein Idiot. Das heißt, die Monologe oder die Gespräche, die du mit dir selbst führst, die führen dazu, ob du dich gut fühlst oder ob du dich schlecht fühlst. Und wenn ich schlecht mit mir spreche und mir vorstelle, ich bin nicht liebenswert und so weiter und so fort, wie soll ich mich fühlen? Natürlich bin ich dann traurig, enttäuscht, wütend, verärgert, deprimiert, hoffnungslos, ist doch klar. Was dir also wehtut, ist immer die Bewertung des Ganzen. Ja, das ist wie bei diesem Ball zum Beispiel hier. Das ist hier, was ist das überhaupt hier? Das ist ein Ball für Phoebe, für den Hund, ja? Ach süß. Okay, auf jeden Fall. So, dieser Ball ist einfach nur ein Ball. Ja? Neutral. So, ich habe keine Gefühle gegenüber diesem Ball. Ja, wenn ich jetzt anfange zu sagen, ich mag diesen Ball nicht oder die Farbe gefällt mir nicht, dann fühle ich mich schlecht. Dann interpretiere ich das, was einfach nur ist. Oder ich sage, ich will diesen Ball nicht oder der ist mir zu schwer oder der ist mir zu leicht oder der stinkt oder was weiß ich. Egal, wie ich diesen Ball jetzt interpretiere, so fühle ich mich danach. Wenn ich sage, hey, das ist der Ball von Phoebe und die liebe ich voll, ja, dann fühle ich mich gut. Aber der Ball bleibt der gleiche. Ja, ich sage vielleicht, hey, ich liebe diesen Ball, weil der erinnert mich an meinen Hund. Und da kommen so kommt Liebe in mir hoch, schöne Gefühle kommen in mir hoch. Andere Menschen sagen vielleicht, wie kannst du so einen Ball, der an dem rumgekaut wird, jetzt in die Hand nehmen oder so. Dann fühlen die sich schlecht. Ist doch klar. Der Ball ist aber einfach nur neutral. Und genauso ist es auch bei deinen Gedanken. Ein Gedanke kommt. Nimm ihn mal an, wie diesen Ball von Phoebe. Nimm diesen Gedanken mal an, interpretiere ihn nicht und dann lass ihn wieder gehen. Nimm den Gedanken an, interpretiere ihn nicht. Also das heißt, du musst ein bisschen ruhig werden. Du musst mal in dich hineinhören. Du musst einfach mal tief atmen. Und nicht sagen, hey, das ist gut, das ist schlecht, das will ich nicht, das gefällt mir, das darf nicht sein, das darf sein. Nein, all diese Interpretationen weglassen und einfach nur diesen Gedanken haben. Okay, weil was passiert in diesem Moment? In diesem Moment gewinnst du Macht über deine Gedanken. Sonst wird ein Gedanke immer Macht über dich gewinnen. Jedes Mal, wenn ein Gedanke kommt und du traurig wirst dadurch, dann hat der Gedanke Macht über dich. Jedes Mal, wenn der Song kommt und ich würde anfangen zu weinen, dann hätte der Song Macht über mich. Aber nicht, wenn ich sage, okay, das ist erstmal nur der Song. Es gab diesen Menschen. Das ist nur ein Gedanke gerade. Ich sage nicht gut, ich sage nicht schlecht, ich sage, das will ich, ich sage nicht, das will ich nicht. Nein,
Keine Interpretation. Was passiert in diesem Moment? Und das musst du ein paar Mal trainieren vielleicht. In diesem Moment gewinnst du Macht über deine Gedanken. Probier es mal aus. Probier es mal aus. Du wirst Macht über deine Gedanken gewinnen. Die können dir nichts mehr anhaben. Du sagst, hey, das ist einfach nur dieser Gedanke an diese Zeit, an diesen Menschen, an diesen Moment. Und ich leite nicht ab davon, das will ich, das will ich nicht. Ich leite nicht ab, ich bin liebenswert, ich bin nicht liebenswert. Nein, ich lasse diesen Gedanken einfach mal sein. Und dann merkst du, wie der Gedanke seine Macht über dich verliert. Und dann lässt du ihn wieder gehen. Du nimmst den Gedanken an, wie diesen Ball. Du bewertest ihn nicht und dann lässt du den Gedanken wieder gehen. Und das machst du ein paar Mal, immer wieder. Das machst du immer wieder, wenn der Gedanke kommt. Und dieser Song zum Beispiel oder ein Gedanke, der mich traurig gemacht hat, das war für mich die beste Chance, um mich weiterzuentwickeln. Weil mit so einem Gedanken kannst du super trainieren, innere Stärke zu entwickeln. Weil ich will nicht, dass alles um mich herum einfacher wird. Ich will nicht, dass keine negativen Gedanken kommen. Ich will nicht, dass alles leicht läuft im Leben. Ich will stärker werden. Ich will an mir arbeiten. Ich will besser mit solchen Situationen umgehen. Ich will nicht, dass Gedanken Macht über mich haben. Ich will nicht Opfer meiner Gefühle sein. Das will ich nicht. Weil ich weiß ganz genau, ich werde wieder irgendwann Liebeskummer haben. Ich werde wieder irgendwann Menschen verlieren. Es werden sich wieder Türen schließen. Es werden wieder Punkte am Ende von Sätzen gemacht. Ich weiß, Freundschaften werden irgendwann wieder kaputt gehen. Ich weiß, all dieser Schmerz wird wiederkommen, aber ich möchte dann stärker sein als der Schmerz. Ich möchte Kontrolle haben über meine Gedanken. Wenn sich eine Tür also schließt, dann klopfe ich ein paar Mal dran. Dann vergesse ich den Stolz oder den falschen Stolz und sage, hey, weißt du was, meine Tür ist offen für dich, was ist los? Wollen wir darüber reden oder so? Ein paar Mal klopfe ich an. Aber ich zwinge niemanden, mit mir in einer Beziehung zu sein. Ich zwinge niemanden, mein Freund zu sein. Ich zwinge niemanden, meine Freundin zu sein. Wir können keinen Menschen zwingen. Das Problem ist, viele Menschen denken, wenn eine Tür sich schließt, nur noch an die schönen Momente, die sie mit diesen Menschen hatten. Ah, das war so schön. Ah, wir waren dort. Ah, wir waren hier. Wir haben das erlebt. Ah. Aber es gab auch Momente, die nicht so schön waren. Weil wenn es diese Momente nicht gegeben hätte, dann wäre dieser Mensch noch in meinem Leben. Wenn es nur schön gewesen wäre, dann wäre dieser Freund noch an meiner Seite. Dann wäre die Tür nicht geschlossen worden. Das heißt, wenn sie eine Tür schließt, dann denke ich nicht nur an die schönen Zeiten, sondern ich denke auch daran, was mir nicht gut getan hat. Und ich weiß, etwas Besseres wartet auf mich. Das ist wie in so einem Fotoalbum zu schauen. Damals, als ich mich getrennt hatte und traurig war, dann habe ich mir Fotos angeschaut. Und was war das Problem? Es gab nur Fotos, auf denen wir Freude hatten. Es gab nur Fotos, wo wir Spaß hatten, im Urlaub und hier und dort. Ist doch klar, du machst ja auch nur Fotos, wenn du happy bist, ja? Du hast ja nicht Streit mit deiner Freundin oder Streit mit deinem Freund und sagst so, komm, geil, das halten wir mal fest, davon machen wir erstmal ein Selfie, so, ne? Klack, klack, klack. Ja? Das macht ja kein Mensch. Das heißt, ich wusste, obwohl diese Fotos immer nur positiv waren, hey, es gab auch Momente, die nicht so schön waren. Es hat seinen Sinn, dass diese Tür sich geschlossen hat. Und ich frage mich nicht, warum sie sich geschlossen hat immer. Vielleicht lag es an mir ein bisschen, vielleicht lag es am anderen, vielleicht lag es an beiden, vielleicht lag es am Wetter, vielleicht lag es an irgendwelchen Dingen, keine Ahnung. Aber geh nicht in diese Falle hinein, tapp nicht in die Falle hinein und fang an zu graben. Die meisten Menschen denken nach und warum und warum und warum und warum und graben so ein Loch um sich herum und irgendwann sind sie so tief im Loch, dass sie nicht mehr raus können. Ich habe verstanden und akzeptiert, einige Dinge verstehe ich nicht, einige Dinge kapiere ich nicht, einige Dinge sind so, wie sie sind. Aber ich habe Vertrauen in das Leben. Ich habe Vertrauen, dass das Sinn hatte. Ich habe Vertrauen, dass es besser wird. Und ich möchte auch loslassen, damit ich wieder neue Chancen greifen kann, damit ich wieder neue Menschen umarmen kann. Weil das geht nicht, wenn ich mein Leben lang vor dieser Tür stehe und weiterklopfe. Und dann tut es auch irgendwann weh an der Hand. Ich hoffe, ich konnte dich und dein Herz erreichen damit. Denk dran, das ist manchmal normal, dass sich eine Tür schließt und denk dran, dass du nicht davor dein Leben verbringen solltest. Wenn eine Tür geschlossen ist, klopf ein paar Mal dran und dann lass sie geschlossen. Wenn da am Ende vom Satz ein Punkt ist, dann mach da kein Komma draus. Manche Geschichten sind gut so, wie sie sind. Manche Kapitel sind beendet. Dann schreib lieber ein neues Kapitel mit ganzem Herzen, mit ganzer Liebe. Denk dran, dass du den Gedanken nicht bewerten musst. Erst die Interpretation eines Gedanken macht uns traurig. Nimm ihn an, wie diesen Ball von Phoebe. Sag nicht gut oder schlecht, sag gar nichts. Nimm den Gedanken an, bewerte ihn nicht und lass ihn wieder gehen. Und du wirst merken, wie du Kontrolle über die Gefühle und die Gedanken kriegen wirst.
Und du wirst dich viel, viel, viel besser fühlen. Das ist mein großer Herzenswunsch, dass du dich besser fühlst. Und ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die nicht loslassen können. Und so viele Menschen leiden jeden Tag. Ich kenne Menschen in meinem engsten Umfeld, die leiden, weil sie nicht loslassen können. Und deswegen ist auch so ein Herzenswunsch von mir, dass diese Botschaft aus diesem Video viele Menschen erreicht. Und du kannst mir helfen dabei, indem du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, indem du meinen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst. Das würde mich mega freuen und du würdest gemeinsam mit mir die Welt ein Stückchen glücklicher machen. Ich freue mich sehr, dass es dich gibt. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich meine Gedanken mit dir teilen durfte und dein Herz hoffentlich auch berühren konnte. Bis bald und schön, dass es dich gibt. Dein Björn.